Willkommen bei den Pocket Bros. Ich bin der Chino und möchte mich bedanken, dass ihr euch wieder eingeschaltet habt. Freue mich, dass ihr da seid und weiter geht's mit Kampfstile Openings. Diesmal haben wir die fokussierte Angriff Wulauzu V-Kollektion am Start und hoffen natürlich auf ein paar coole Hits. Die Box ist sehr schwer aufzukriegen, habe die Erfahrung schon gemacht gerade eben. Aber das soll uns heute nicht hindern, an die schönen Packs zu kommen und vor allem erstmal die schönen Promokarten zu betrachten. Zack, was haben wir denn hier einmal? Na komm, lieber vorsichtig. Das sind echt schöne Promokarten, beziehungsweise Promokarte. So, einmal, wir haben fokussierter Angriff Wulauzu V. Sehr cooles Artwork, Promokarte extra, das Artwork. Dafür habe ich mir auch die Boxen geholt, um ehrlich zu sein, einfach. Die gehen nämlich gerade mit dem Preis auch durch die Decke. Ich habe dafür echt vorbestellt und noch 20 € einfach bezahlt und bin sehr zufrieden mit dem Preis. Da sind die Hits schon fast zweitrangig. Man hat die Promokarte am Start. Hier haben wir noch die fokussierte Angriffsenergie. Auch sehr schön als Reverse dann als Beigabe dazu. Kommt auch dazu. Guckt uns zu während des Openings. Hier noch einmal die Riesen-Promokarte. Ihr kennt sie mittlerweile aus den verschiedensten Boxen. Kommt auch auf Seite. Und dann machen wir uns an die Packs. Zweimal Kampfstile sind am Start. Oh, hier ein bisschen geknickt. Aber hoffentlich sind keine Karten drin beschädigt. Clash der Rebellen. Einmal mit einem coolen Gortrum Artwork drauf. Aber als erstes machen wir uns an das Oldschool-Pack und lassen uns mal überraschen, was da drin ist. Es fühlt sich überraschend schwer an. Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Da gab es noch die Drachen. Mal gucken, was uns dort drin erwarten kann. Erstmal den Code für euch. Schreibt ihn euch ab. 3, 4. Okay, let's go. Gehen wir rein in die nächste Box. Oh, eine Feenenergie. Sieht man in letzter Zeit nicht mehr. Pixie, direkt erste Fee am Start. Methan, Walband, Molly Morba mit einem coolen Artwork. Chanera, First Gen, immer cool für mich. Lil Minip nehmen wir auch mit rein. Eguana, Tentacha, sehr cool. Skorgla als Reverse. Und dahinter ein Choreo-Vogel. Choreogel. Das ist ja cool. Falls ihr wisst, welche Gen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin absolut nicht safe. Keine Ahnung. Nehmen wir. Alles klar. Und ich sagte schon bei der anderen Box einfach, lieber in diesen Packs die schlechteren Hits. Ich hoffe, ein paar coole Kampfstile-Karten hier zu ziehen. Bin natürlich wie jeder andere auch auf der Suche nach den alternativen Artworks. Die hätte ich doch schon sehr gerne in der Sammlung. Und ja, schauen wir uns aber erstmal Clash der Rebellen an, was uns das Booster hier bescheren wird. Lombrero, Galamine 1, Galapantimos, Schneebedeck, Dusselgur, Galaflampion, Brimova, ein Navitaub als Reverse und dann haben wir ein Kapalores. Cooles Pokémon. Gefällt mir. Vor allem die Typen, die es hat. Wasser und Pflanze. Sehr selten. Vielleicht sogar das Einzige. Schreibt es mir in die Kommentare. Was ist alles Typ Wasserpflanze? Kampfstile Booster. Schreibt euch den Code ab. Und dann gehen wir rein. Ich hoffe auf einen coolen Hit. Drückt mir bitte die Daumen. Blitzenergie. Kramchef. Antonia. Ultrigaria. Onix, cooles First Gen Pokémon, mag ich sehr. Palimpalim, Kloniket, Zenseact, Quabble. Dahinter das Camping Set als Reverse. Und als Rare haben wir, okay, ein Durengard Non-Holo. Nehmen wir erstmal so mit. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Dann machen wir uns tatsächlich ans letzte Pack, was so ein bisschen hier geknittert war. Despotar, zeig, was du kannst. Auf geht's. Oh, ja. Einmal der Code für euch. Und dann gehen wir rein. Vielleicht haben wir noch einen coolen V-Hit hier. Pflanzenenergie. Lange nicht gesehen. Fließende Angriffenergie. Passt ja nicht ganz, aber mal schauen. Durokles. Morpeko. Das Gemeine. Shinux. Thermopod. Habitak. Onix, da ist er wieder, sehr gut. Knuffenser, auch sehr schön. Ein Cramorx als Reverse.
Und dahinter haben wir ein Inferno-Pot. Gut, auch Non-Holo. Nehmen wir trotzdem, wie gesagt, also für den Preis habe ich nichts falsch gemacht gefühlt. Ging überwiegend über die Promokarten. Booster-Packs macht man immer gerne auf. Nee, alles gut, sehr nice. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, schreibt was in die Comments, was ihr vielleicht bis jetzt so gepullt habt, ob euch die Boxen auch gekauft hat und vor allem dann für was für einen Preis. Ich glaube, zu so einem Spottpreis die wenigsten, außer ihr habt vorbestellt. Ja, und über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Resttag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!